Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wird es mal darum gehen, dass wir den Videopad Video Editor hier behandeln. Viele Leute von euch haben sich gefragt, haben mich persönlich auch gefragt, was für ein Aufnahmeprogramm ich verwende. Ich benutze einerseits das OBS als Aufnahmeprogramm und als Schneidprogramm wurde ich dann direkt hinterher gefragt, ob Sony Vegas, ob Movie Maker von Windows, ob irgendwelche anderen Programme zur Verfügung stehen. Das ist natürlich jetzt der drastischste Kontrast, den ich bringen konnte. Movie Maker und Sony Vegas. Aber ich habe mich für den Videopad Editor wirklich entschieden, nachdem ich nach echt langer, sehr langer Zeit auf der Suche im Internet war, nach dem perfekten Programm für mich. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Einsteigerprogramm. Ein sehr gutes Programm, womit man weiterarbeiten kann. Und auch wirklich ein Programm, was eine Basis liefert, mit der man sehr gut arbeiten kann. Also wir können mal reingucken. Der Videopad Editor bietet einem so ein Willkommen bei Videopad Starter-Paket an. Kann man ein neues Projekt erstellen, Projekt öffnen, Lernprogramme oder Kurzanleitungen öffnen. Das wollen wir jetzt erstmal kurz nicht machen, weil ich euch erstmal so das Layout zeigen wollte. Wir haben jetzt hier oben... was bei Sony Vegas übrigens genau dasselbe ist, können wir nachher auch mal in die Preisklasse reingucken zum Schluss. Wir haben hier oben so ein Teil, da können wir unsere Sequenzen sehen. Das ist so das, was am Ende hier unten in dieser Zeitleiste drin ist. Da haben wir unsere Sequenz drin, das Gesamte, was hier unten fertig ist, dann am Ende unsere einzelnen vielen Videodateien. Hier kann man wirklich, also ich hatte teilweise schon bis zu 30 Videos drin, die ich zusammengeschnitten habe zu einem Best-of. Wir können Audiodateien hinzufügen, irgendwelche Lieder, die wir dahinter legen wollen, irgendwelche Sounds, irgendwelche crazy Shit Sachen, keine Ahnung, lasst euch was einfallen, könnt ihr einfach hier mit reinpacken, die dann hinter das Video legen, mit den Audio-Clips hierher ziehen und ablegen, packt es einfach rein, dann liegt das da, dann könnt ihr es euch hin und her schieben, wie ihr lustig seid. Ihr könnt Bilder hinzufügen und sogar neue Karten hinzufügen, wo ihr dann Sachen reinpacken könnten, keine Ahnung, wir nennen es jetzt einfach mal Crazy Shit. So, und dann haben wir Crazy Shit, die Registerkarte, da packen wir dann unseren Crazy Shit natürlich rein. Und Alter, hätte mich jetzt jemand gefilmt, ich wäre in den Knast gekommen. Ja, dann könnt ihr hier eure ganzen Sachen reintun. Und das wollen wir jetzt auch mal machen. Wir öffnen jetzt auf jeden Fall eine Datei. Nehmen hier, was nehmen wir denn hier? Wir nehmen einfach das Beispielvideo von Windows. Natur heißt es. Wir öffnen das Ganze, es wird hinzugefügt. Sieht man schon, als WMV-Datei unterstützt der Videopad-Editor auch. Der Videopad-Editor unterstützt meiner Meinung nach wirklich alles. Ich habe aber mitbekommen, dass im Internet mehrfach gesagt wurde, Videopad-Editor unterstützt keine MP4, macht dies, macht das nicht. Dazu wird jetzt zum Videopad-Editor direkt Prism dazu geliefert. Heißt, du kannst die ganze Sache online kaufen und dann kriegst du direkt die Videoconverter, dieses Videoconverter-Software-Paket Prism dazu. Ist ziemlich praktisch, du packst einfach deine Datei rein, sagst, in diesem Format hätte ich es gerne, bumm, schreibt dir das um und du hast es. Also ist nicht das Problem, wenn du jetzt MP4 hast und du hast Videopad-Editor, kriegst du Prism dazu, wandelst das um, steckst es einfach in den Pad-Editor rein und dann lässt du es als MP4, WMA, AP, AVI, alles mögliche. Du kannst es einfach in jedem Format auswerfen lassen und dann ziehst du dir deine Spur hier runter, das was du haben möchtest und möchtest du nur einen Teil davon haben, werfen das jetzt mal wieder raus, hast du hier dein Bildschirm. Ich habe das vorhin ein Stückchen größer gezogen, kannst du hier mit Hilfe dieser roten Cursor Start und dem blauen Cursor Ende festlegen. Ist aber hier oben, sagen wir, hier ist der Start, sagen wir, gucken wir ein Frame weiter, noch ein paar Frames weiter, gucken wir mal, ja gut, hier schlägt das Bild um. Das wollen wir nicht mehr mit drin haben. Gut, okay. Sagen wir, hier ist Ende. So. Dann nehmen wir das Ganze. Das ist jetzt das Stückchen hier. Können wir jetzt einfach so nehmen und hier reinziehen. Und das hört jetzt auch, meiner Meinung nach, beim Koala auf. Und genau da, wo wir es gerade eben abgeschnitten haben. So. Gut.
Ja, was ist da jetzt spannend dran, fragt sich so mancher. Spannend an der ganzen Sache ist, du kannst hier wirklich jeden einzelnen Frame abklicken. Ich kann mir jetzt jedes einzelne Bild aus diesem gottverdammten Video kann ich mir einzeln angucken. Das macht in der Nachbearbeitung richtig viel aus, weil ich die Übergänge einfach viel besser gestalten kann. Ich kann einfach sagen, gut, okay, ja gut, wo hört das jetzt ungefähr auf? Sagen wir hier so. Ja gut, der hat das natürlich ausgewählt, weil ich hier oben nicht festgehalten habe in dem roten Cursor. So, gut, okay, ich werde jetzt hier einen Übergang reinmachen. Nächstes Bild ist hier. Sagen wir einfach, wir teilen das Ganze in dieser Stelle und drücken hier drauf. Videoübergang festlegen. Um. Jetzt können wir einfach sagen, nehmen wir da, was nehmen wir da? Spiegel. Gut. Jetzt hat er es einfach so gespiegelt. Er hat einfach hingenommen, dass ich Spiegel gedrückt habe. Normalerweise kannst du hier drauf gehen, spiegeln. Das Ganze jetzt, sagen wir jetzt einfach mal 2 Sekunden. Und du kannst dir deine Übergangseigenschaften selber festlegen. Wenn es jetzt irgendwas anderes, spezifischeres wäre, dann könntest du jetzt noch wie groß das Raster vom Herschmeißen ist, wie groß sonst was ist, durch jeden Quatsch einstellen. So, und dann kannst du es mal in der Vorschau so Bild für Bild angucken, wie das dann am Ende aussehen würde. Und dann hast du natürlich diese Stelle, genau da, wo der Cut sitzt, wo du nichts mehr siehst. Bumm. So, und jetzt wird es weiter gedreht und dann erscheint das nächste Bild. Heißt, es wird genau an diesem Bild gecuttet. Und wenn wir es mal angucken. Zack. Und das ist jetzt so das kindischste und einfachste, was du machen kannst. Einfach solche spielerischen Übergänge. Wenn ihr einfach keine Ahnung von dem Ding habt, setzt euch hin und haut einfach drauf zu. Kurzanleitung, ich verspreche es euch, ich habe mir die nie angeguckt. Nie in meinem Leben. Nie. Das verspreche ich euch, so wie es ist. So, um das Ganze jetzt noch ein bisschen professioneller zu machen, um das Ganze euch jetzt nochmal zu zeigen. Ich habe jetzt hier die Untertitelauswahl ausgewählt. Heißt, wir gehen hier hoch, wir haben einmal den Vorschau und einmal den Sub-Untertitel-Button. Können wir auf Untertitel gehen, können das ganze Video dann auswählen und können hier irgendeinen Text reinschreiben, den wir als Untertitel haben möchten. Und dann können wir unter wirklich jede mögliche Sequenz, wir teilen das jetzt einfach hier auf, das sind jetzt, das waren jetzt 2 Sekunden, das wird dann halt immer für 2 Sekunden eingeblendet. Und dann kannst du einfach bla 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 gut anwenden. Und dann hast du hier mitten im Video, da, hast du deinen blöden Untertitel. Wunderschön, oder? Ist perfekt. Ja gut, das waren jetzt nicht gerade 2 Sekunden, kam mir das vor, aber dann hast du einfach deinen Untertitel. Und wenn du jetzt noch einen haben möchtest, dann gehst du woanders hin, sagst, gut, okay, ich hätte jetzt gerne da und dort noch ein. Und da und dort noch ein. Also der Untertitel, den wir jetzt hatten, der fängt jetzt, sagen wir mal, hier an und endet hier. Und der nächste, fügen wir noch einen hinzu. Ganz simpel. Bla bla bla. Gut. Anwenden. Jetzt rechnet er ganz kurz. Sagt mir gut, okay. Gucken wir uns das nochmal an. Jetzt kommt mein Untertitel. Verschwindet dann nach dem Übergang wieder und hier hinten kommt mein nächster Untertitel, den ich gesetzt habe. Genau da. Da ist mein Untertitel jetzt. Und das ist so, jetzt haben wir Untertitel, Übergänge und wir haben Video ein Stück weit zurechtschneiden. So, mir fällt jetzt ein, Mist, ich wollte doch noch ein Stück von dem Video haben. Was macht man jetzt? Ja gut, ich könnte ja sagen, jetzt einfach so. Und einfach so. Bearbeite das gesamte Video neu. Das wäre ja doof, ne? Dann kannst du das Ganze nochmal platzieren. Kommen wir jetzt nochmal dahinter. Lapp, 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 lapp. Willst du mich jetzt nicht machen lassen, oder was? Okay. Genau. Hauen wir das Ganze mal hier so. Genau. Können wir uns das Ganze angucken. So. Jetzt können wir das ganze Stück hier. Na? Wenn er mich machen lässt, lässt er mich wieder nicht machen. Kannst auf jeden Fall das gesamte Stück hier so einmal mit Steuerung festhalten, kannst das gesamte Stück hier drunter schieben, so wie du lustig bist und solange das mit den Bildern übereinpasst. Musst du halt echt drauf aufpassen, dass das eine Video nicht über dem anderen liegt und dann auf einmal ein Satz drin ist, so wie jetzt zum Beispiel. Klingt natürlich geil, soll's aber auf jeden Fall nicht. Und dann hast du auf jeden Fall dein eines Video, was oben ist, das hier, kannst du dann einfach hier so
Schreiben wir gut, okay. Wollen wir jetzt nicht? Hast du die L-Taste? L, getrennt. Gut, okay. Scheiße, das ist jetzt auch mit angeschnitten. Juckt mich aber nicht, weil das ist ja nur geschnitten. Es ist aber nicht kaputt. Dann kann ich sagen, gut, okay. L, wap. Das hier wegmachen, entfernen, rums. Okay, gut. Jetzt haben wir den Anfang vom Video, wir haben den Mittelteil vom Video, der uns nicht passt, und wir haben das Ende vom Video. Und damit das Ganze smooth aussieht, schieben wir das alles noch auf eine Achse. Zack. Jetzt haben wir wieder ein gesamtes Video. Das ist jetzt ziemlich kompliziert, aber ich meine, seid ihr professionell, wenn ihr damit arbeitet? Ich glaube eher weniger. Ich glaube eher weniger, dass irgendwer von euch sich hier hinsetzt und 3 Stunden lang rumbastelt, um so ein Video fertig zu machen. Also, ich weiß, wie viel Arbeit es ist, 3 Stunden an einem Video zu sitzen. Und ja, das ist schon nicht gerade lustig. Deswegen fand ich es teilweise auch echt extrem schwierig, weiterzumachen. Aber ich habe mich entschieden, weiterzumachen, weil ich find's Spaß. Macht Spaß, den Leuten was zu erklären. Und wenn ihr auf jeden Fall mehr davon sehen wollt, dann vergesst auf jeden Fall nicht, den Abo-Button zu drücken. Gut, zurück zum Text. Wir haben jetzt noch die Aufnahme in der Aufnahme, genau, im Programm zum Schneiden. Gehen wir hier oben auf den Aufnahme-Button. Dann können wir noch ein Video aufnehmen. Gut, okay, wir haben jetzt ein Aufnahmeprogramm, mit dem wir das gerade machen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt machen. Wir können auch einen Screenshot machen. Wir können den Bildschirm aufnehmen, so wie ihn haben. Zum Beispiel, um irgendwelchen Freunden zu zeigen, boah, krass, wir arbeiten hier gerade dran, bla bla bla. Oder einfach mal solche Snapshots rauszuholen und zu sagen, ja gut, so arbeite ich, das ist der Fortschritt, bla bla bla. Und danach einen Timelapse draus zu machen. Wir können natürlich auch die Audio aufnehmen, die wir gerade irgendwo laufen haben. Oder wir können das Ganze live kommentieren. Da ist jetzt wieder die Frage, gut, ja gut, wie laut ist das Video, wie laut bin ich? Musst du spielen. Heißt, wir machen jetzt einfach Aufnahme, das Video läuft im Hintergrund und solange wir... Stopp. Und solange wir diesen Knopf nicht gedrückt haben, oder diesen, also du kannst ja einmal stoppen, kannst einmal die Aufnahme beenden und dann kannst du einfach sagen, gut, okay, ich habe hier meine Audiodatei. Das ist das, was ich gerade mit aufgenommen habe, was ich gelabert habe. Kann ich hier runterpacken. Und kann meine Audiospuren, so wie ich lustig bin, mit dem Mausrad wieder ranscrollen, Ton leiser, lauter. Und dann kannst du wirklich jeden Scheiß einstellen. Dann kannst du dich 100%, die Tonspur, ja gut, sagen wir 50%, und schon geht das Ganze wieder von der Lautstärke her. Dann können wir hier wieder im FX, können wir Effekte hinzufügen, solange der das jetzt macht, genau. Sagen wir, keine Ahnung, vor. Drücken wir einfach alles hoch. Mal gucken, wie das klingt. Dann können wir einfach sagen, wir hätten gerne das und das und das. Und. Okay. Crazy shit. Und dann haben wir halt die Tonspur wieder verändert. Kannst du jeden Kack machen. Text hinzufügen. Bla 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 bla. Gut, okay. Das Ganze hätten wir gerne im Bildverlauf von links nach rechts. Läuft einmal in der Mitte durch und am besten zentriert. Gut, dann haben wir ja nur Editor. Kontur haben wir jetzt keine. Wir könnten noch eine Kontur reinsetzen. Nehmen wir einfach Kontur schwarz. Richtig dick am besten. Bam. Wir wollen es ja komplett übertreiben. Das Ganze noch fett krumm und unterstrichen, damit man es auch ja nicht übersieht. Und dann sieht das Ganze nicht so aus. Ja gut, wahrscheinlich, weil das jetzt nicht übernommen hat. Nee, hat er auch nicht. Fett, um und unterstrichen. Muss natürlich das Ding hier sein. Ja gut. Unterstrichen, dicke Kontur in Schwarz. Einmal bitte hinzufügen. Macht er nicht. Okay, ach so, weil wir Kontur nicht ausgewählt haben. So. Und jetzt sagt mir einer, dass das nicht cool aussehe, wenn man sowas einfach mal mitten durchs Bild laufen lässt. Das kommt wie so eine billige Kackwerbung. Ohne Müll, aber es sieht einfach jeder. Jeder sieht dieses Ding. Okay. Jetzt haben wir das Video von Windows ganz schön verunstaltet, aber das löschen wir danach eh wieder. Wir können auf jeden Fall noch eine Leere hinzufügen. Drücken wir einfach Leere. Und die Leere nehmen wir, packen die
Bumm, hier dazwischen. Packen das hier. Zack, drauf. Den Rest hiervon noch hinten dran, weil den... Oh, habe ich es kaputt gemacht. Hey. Ja gut. Einmal Steuerung Z bitte. Mal ist rückgängig. Ja, solange es noch geht. Dann nehmen wir das hier. Schieben das wieder hier ran. So. Und dann passt das auf jeden Fall wieder. Weil dann hast du hier nämlich dein Video. Dann ist ganz kurz Ruhe. Solange der das jetzt berechnet. Worauf er wieder mal keinen Bock hat, der kleine Junge. Und dann läuft das Video hier einfach durch. Und dann geht's einfach wieder los. War gut. Das soll's soweit eigentlich auch gewesen sein. Wir kommen jetzt noch zum Videodatei exportieren. Das könnt ihr immer hier machen. Oder drückt hier oben auf exportieren. Ihr habt auch Hilfsmittel, Ansicht, Hilfe, allen möglichen Scheiß. Ihr könnt einmal direkt hier drauf drücken oder drückt hier drauf. Und dann könnt ihr das Ganze in 100.000 Varianten exportieren. Als Blu-ray, als DVD, als YouTube-Film, als Facebook-Clip, als Drop, also in die Dropbox. Ihr könnt das als 3D-Videodatei. Überlegt euch das mal. Ein kostenloses Schneidprogramm zum Auswerfen einer 3D-Videodatei. Ich weiß nicht, ich hab's bis jetzt noch nicht außer in diesem Programm gesehen, dass es sowas gibt. Wir wollen es aber als ganz normale Videodatei ausgeben. Lassen das Ganze in meinem D-Ordner speichern, obwohl, nein, wir schmeißen das auf einen Ordner, der leer ist. Auf eine Festplatte, die leer ist. Einfach als unbenannt. Ihr könnt das auch jetzt noch umbenennen. Da sagt ihr einfach FDSA, so, natürlich 1x, damit es ganz speziell wirkt. Und wir lassen das Ganze natürlich nicht im 4K machen, sondern 1080p, weil das sonst saumäßig Speicher frisst. Wir können das im Dateiformat 3GB, ASF, AVI. Wenn ihr Bock habt, euch das jetzt mal alles anzugucken, dann drückt einfach auf Stopp. Wir speichern es auf jeden Fall im AVI-Format. Die Voreinstellung nimmt er direkt spezifisch. Auflösung ist für YouTube schon bestimmt in 1080p. Bildfrequenz lasse ich einfach so. Könnt ihr natürlich noch hochstellen, aber das gibt nur unnötige Renderzeit. Das ist sowas von Wumpe. Und eine konstante Bildfrequenz, damit das Ganze hier nicht komplett aus den Rudern gerät. Und dann drücken wir einfach Erstellen und das ganze Ding wird erstellt. Hier unten, ganz unten links im Bildschirm, Videos werden exportiert, habt ihr dieses gute Stück. Und dann könnt ihr hier auf diesen Pfeil drücken, zack. Und dann seht ihr hier oben, FDSA 1X AVI im Format bla 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 bla. 29,97 FPS wird gerendert. Videoposition 4 Sekunden 3 bla bla bla. 14% abgeschlossen. Und dann kannst du hier sogar 5000 Videos gleichzeitig rendern. Dann rendert der eins nach dem nächsten. Und dann werden die dir alle in Ordnern vorgeschlagen. Wir brechen das jetzt mal ab, weil ich es nicht brauche. Und dann hast du das Gesamte dann als Übersicht und kannst es dir immer im Ordner angucken. Und ja, ich würde sagen, das war's soweit von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wenn nein, dann gebt mir auf jeden Fall Verbesserungsschläge, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, meine Freunde. Haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.